Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Resident Evil 4. Wir machen wieder weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel du weißt, Lisa, wie weit wir sind oder so. Aber ja, genau. Feeling better? Yeah, seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, you know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my dance. Okay, we hurry, I get it. Why help me though? What? Okay, ich wollte nur gerade gucken, ob wieder alles gut ist. Was da war. Ich hoffe, es ist alles gut und auf den Schalk. No need to be suspicious. Should I help you, didn't I? Muss ich wenigstens nicht die ganze Zeit sagen, was er machen muss. Also, wie weit bist du im Bilde, Lisa? Von dem, was abgeht. Okay. Got some new wares, stranger. Welcome. I've got something new for you, mate. Wow. All my wares are in tip-top shape, I assure you. Wann bist du das letzte Mal dabei? Dann kannst du eine kurze Zusammenfassung geben, damit du eine grobe Ahnung hast, wo wir gerade sind. Kann denn sein, dass ich die Waffe nicht haben will? Die Waffe nicht haben will, weil die nur ein Single-Use ist? Und die drei Sachen sind immer gut. 30% Rabatt bei 28, dann würde ich sagen, dass die ein bisschen mehr als 30.000 theoretisch kostet. Ich meine, die wird gut sein, weil die hat jetzt schon eine Stärke von 2. Nicht so gut wie meine Schrotflinte, logischerweise, aber schon mal besser als meine normale Pistole. Und deswegen, ich glaube schon wieder, wenn dann später ein bisschen was. Oh, warte. Tonne verkaufen. Vorgestern. Was habe ich denn vorgestern gemacht? Okay, dann spare ich noch mit. Oder komm. Komm, was war dich verkauft dort? Ja, ich weiß, wir haben eine Taskforce. Die Magnum verwende ich halt so gut wie nie, deswegen stelle ich die weg. Ich benutze ich auf Bolt Thrower. Warte, ich verkaufe die aber nicht, oder? Wenn ich die verkaufe, will ich das nicht. Ne, das ist mein Geld, was ich da oben habe, oder? Warte. Dann mach ich das anders. Hier muss aber auch eine Speicherschütze, dann sollen wir nächstens kommen. Ah, hier. Ah. Ah, okay. Klick. Ich mal ein Stitch. Stop. Ich
kann ich halt nur das Kraden und das will ich nicht. Aber dich und dich kann ich nicht machen, aber dich und dich. Einmal Auto sortieren. Ja, das hat gefehlt dafür gesorgt, dass ich weniger Platz habe. Ja, seitdem ist eigentlich gar nicht mal so viel passiert. Mensch, ich bin. Die Waffe ist zwar mega gut hier, aber. Genau, ich habe sie quasi befreit. Also ich habe sie gespielt, habe Lien quasi befreit und dann wurde sie halt entführt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding mehr mag als die Waffe. Also ich habe sie Lien befreit und dann wurde Ashley entführt. Und weil Ashley entführt worden ist, ist Lien jetzt von diesem roten Monster, was du am Anfang mit Ramon gesehen hast, also dem kleinen Giftzwerg da. Und jetzt ist diese nochmal mit so schwarzer Flüssigkeit quasi vollgesoffen worden und Lien ist dieses Loch da einfach runtergeschmissen worden. Er hat an der Kette festgehalten, weswegen er nicht gestorben ist. Ja, ich lege jetzt Kacke. Ich fasse das gerade richtig Kacke zusammen, weil ich halt nicht zu viel sagen will, obwohl es eigentlich dumm ist. Ja, also quasi Ashley wurde entführt, wurde mehr zombifiziert, Lien wurde ein Teil runtergeschmissen, musste durch so ein bisschen Kanalisation quasi kämpfen, ist in ein Labor gekommen, in dem Labor war so quasi ein Alien, also vor dem Film Alien quasi so ein Monster, was du nur mit so was du halt nicht wirklich wie angreifen konntest, sondern mehr so ein Überlebensteil war, bis dann der Aufzug gekommen ist, in den Mensch gestiegen und dann war ich schon fertig. Das war schon alles, was eigentlich passiert ist, die Tage. So, ich hab gecraftet und hab schon mal ein bisschen mehr Platz bekommen. Ich glaube, ich mach das ein bisschen anders. Ich hätte gar nicht ganz gerne drin. Ich weiß es nicht, das sieht mir aus, als ob das und das relativ ähnlich sein wird. Ich möchte lieber immer ganz gerne ein bisschen. Ich kann mir hier angucken, ne? Habe ich eine 3,7er Stärke, 10 Money, 0,4, 0,3, 5,4. 2er Power, 20 Ammo, 0,85, 2,5 Money. Genau, das ist das so Sniper-mäßig und das hier ist immer so Schnellfeuer-mäßig. Warum ist die Muni eigentlich so schade, als ich die nehme? Ich wollte nur haben, quasi. Deswegen store ich die jetzt tatsächlich. Und überlege mir, die wieder mitzunehmen, weil die doch ganz gut ist. Und die dann warte ich mal bis zum nächsten Speicherplatz. Ich werde heute wahrscheinlich Kapitel 12 auch noch fertig machen, einfach, damit ich eigentlich fertig bin. Bin ich 8? Ach, bin ich. Achso, und ich kann das sogar mal direkt nehmen. Oder das hat mich noch nicht mal zur Folge halt Betrug. Das wollte ich nicht. Achso, ja, stimmt, das würde ich selber mal hätte warten können.
hab's gesehen, aber. Was? Ich wollte das nicht ausfallen. Ich wollte hier weitermachen. Okay, das wird kein S plus sein, sondern es wird A. Damit bin ich mal happy. Oh, nur ein Punisher. Ja, der andere ist mir ein bisschen auf Schuss gelaufen, tut mir leid. Oh mein fucking Gott, ich hasse das Spiel gerade so sehr. Alles gerade okay. Ja, zwischen Quart. So, und dann kann ich jetzt auch einmal kurz hier ziehen und dann gucken wir mal. Dann können wir weitermachen. Nichts Relevantes. Sachen sind halt ganz nett, aber nicht wirklich nützlich. Ja, das habe ich gerade schon bekommen. Ich dachte, man müsste da dann Koop oder so spielen, aber ne? Ne, aber danke. Habe ich schon was vergessen? Sieht nicht so aus. Ab nach oben. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr mit Ashley gerade zusammen bin. Es ist so entspannt, wieder spielen zu können. Cave-ins oder Food Undercrowns? Oh, ich dachte, das ist schön Tür dran. Clickbait. Kann man schon wieder einpacken. Ah, okay, da muss ich den Tür reinstecken.
Müssen darum arbeiten. Bla bla bla, just ein Schätze. Oh, du gehst bis nach da hinten, na ganz ehrlich. Ob jetzt sind auch wieder Zombies da. Aber hier bin ich mal angeblich etwas mehr consistent mit den Hits. Oh mein fucking Gott, dass du immer noch nicht tot bist, ey. Wie, du machst mich aggressiv. Lass ich mal merken, Ansage. Alles klar. Ach, nerv mich jetzt nicht. Ich hab gar keinen Bock. Ja, als ob du immer noch nicht tot bist. Jetzt kriegst du langsam echt auf. Ich bin mobbt mich. Ey, ist schon wieder nicht. Okay, der ist am Sterben. Cool. Ich muss mich nicht um ihn kümmern. Das ist wunderbar, weil er wird überleben. Ich kann ihn einfach die fucking Arbeit machen. Ja, ich weiß. Okay. Und ich hätte mein PC einfach geleckt hat, deswegen. Kann das nämlich auch explodieren lassen, hab ich nicht gelernt. Ups. Ich hab die mitten ins Gesicht geschossen. Meine Güte. Bist du tatsächlich? Verhältnis zu meiner. Meinem anderen Companion. Bist du nämlich tatsächlich nützlich? Können wir noch mal ein bisschen weggehen? Ich schaff's echt immer nervig zu sein. Das ist unglaublich. Ob ich nicht durch kann. Okay, ich bin tatsächlich überrascht. Ich muss nicht komplett bis überall hinlaufen. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Und wo? War ganz genau. Komm mal mit. Ja. Ah, ich spiel es nicht. Ah, okay. Meine Güte, stirb doch einfach. Ich weiß, meine Gedanken sind nicht. Hier ist ein Schatz.
Ach da. Ich glaube, das kommt Problem damit. Ich bin ganz kurz gerade in den Schatz gemacht. Das ist mir ein bisschen mehr wert als du. Oh mein fucking Gott, bist du nervig. Warte mal, Studien jetzt auf einmal hier. Ich das nicht mache, damit er mich nerven. Komm. Nee, warte, was? Jetzt habe ich Dynamit, mir gefällt das nicht. Should make quick work of that dead end. Habe ich irgendwas Cooles vergessen? Na, wird uns auf Damage gehen. Also ich... Oh, da einen Schatz drum vergessen hab und hier... Sorry, wir müssen noch eine Runde laufen. Besser als wenn ich ja nochmal irgendwann alleine durchwandern muss. Ach guck mal, mein Leben ist fast maxed out. Nee, warte jetzt. Ja, sorry, ich bin alt. Was ich eigentlich schon auf Dienstag lese. Ich meine, das ist zwar ein anderes Spiel, aber ich habe schon gesagt, dass ich da an dem Tag auch streamen werde, weil ich mir denke, ey, neue Overwatch-Season, das kann ja eigentlich nur cool sein. Holy shit. Jo, ey, ich komme zu dir. Heads up. Ich? Danke. You handle yourself pretty well. Oh, ich dachte, die hatten hier einen. Der, das schaffen. Ja, da in den Schatz komme ich irgendwie nicht dran. Da hat zu viel Angst und der war mir egal. Ah. Okay, wir müssen jetzt bei der Arme hier rumlaufen. I'm just an average guy who happens to be quite the ladies man. Hm. Sag ich auch immer, und das glaubt mir niemand. Siehst du, wir haben so viel gemeinsam, Luis. Ich habe das Gefühl, dass du dich auf einen anderen Tag in der Woche noch ein bisschen mehr freust, aber das weiß ich noch nicht mal. Das sieht noch ein Boss aus. After you, I insist. Such a gentleman. Ich sag's noch ungern, aber das sieht nicht gut aus. Komisch. Ich hab das wirklich nur Boss Area gewonnen. Du hast angefangen. Wenn ihr mir sagt wie, dann bin ich ja komplett dabei. Sogar mit Freude. Sogar mit Freund. Achso, ja. Was? Jetzt hast du mich verwirrt. Jetzt bin ich raus. Liegt auf gar keinen Fall daran, dass ich gerade zwei riesige Gegner vor mir habe. Komm, zeig mir deinen Rücken. Ich werde drauf schießen.
guck nicht so pissed. Guck mich beide an. Und das braucht auch. Ich habe auch noch ein anderes Messer. Spiel, ich habe noch ein anderes Messer. Okay, hat das Spiel auch eingesehen. Ich finde es gut, dass Liam. Okay. Yo, Luis! Was hältst du davon, wenn du ein bisschen Aufmerksamkeit auf dich ziehst? Haben wir beide für eine gute Idee? Finde ich super. Natürlich ist jetzt ein Magnum Ammo irgendwo. Ah, Gollum ist wieder da. Ah, okay. Sorry, habe den Kontext gerade nicht lesen können. Muss mich ein bisschen konzentrieren, das Spiel. Warum? Also ich habe verstanden, dass ich das Teil wichtiger ist für ihn. Ich glaube, er ist tot. Okay, Sand und Tag ist weg, damit bin ich mal happy. Ich will einmal ganz kurz meine Waffen nachladen, das hat okay Spiel. Ich wusste es. Ich wusste es, dass man den einen da besiegen kann, aber dann frage ich. Besser, wenn ich das mache. Wie dramatisch. Ja, hast du den großen, hast du die beide wenigstens schon mal gesehen? Also den einen weiß ich. Aber hast du den anderen auch schon mal gesehen? Warte, ich habe hier noch Spaß liegen. Wo liegt denn hier die Ammo? Ach da. Noch was? Nö, aber dann noch einmal da hinten hin. Nicht wirklich. Ja, das war während dem Schloss, muss man draußen so mit dem kämpfen. Man musste wieder so Kanonen auf ihn schießen. Kommst du überhaupt mit? Ah, nee, okay. Ich muss dich vorlassen. Nur Golem 1. Ja, ja, da war ich. Da waren wir noch beim See. Ah, danke. Was kannst du denn in mich reinlaufen? Du bist zwar ganz nett und so, aber ich brauch dich nicht in mir. Gucken, ob ich ein bisschen was craften kann, damit ich meinen Inventar mal wieder benutzen kann. Of course they did. Sorry, ich bin eigentlich Dialog normalerweise nicht durch, so skippen, aber gerade ist noch wieder. Das war dann draußen wieder im Bereich, musste so wieder so eine Kanone schießen.
auf ihn und dann ist er auch runtergefallen und scheint hier hin. Ich weiß nicht, warum der erste Golem auch hier hingekommen ist. Aber im zweiten verstehe ich es wenigstens, weil wir ja unterm Schloss sind und er unter das Schloss gefallen ist. You're not suggesting we ride this thing. Do you see any other way? Ja. Sehe ich. Und zwar wie die Folge endet. Nämlich hier. Und jetzt. Deswegen sage ich euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Also bis morgen wieder. Ciao, ciao.